Hi Leute, Gerald hier. Heute geht es hier um das hier, Bücher. Und zwar meine Top 10, die meiner Meinung nach jeder Unternehmer gelesen haben sollte. Oder gelesen haben sollte, die mich sehr inspiriert haben. Also lasst uns anfangen. Buch Nummer 1 auf der Liste ist von Vera F. Birkenbiel, Kommunikationstraining. Kommunikation bildet die Basis, glaube ich, in jedem Unternehmen. Egal, ob du mit deinen Kunden kommunizierst, mit deinen Mitarbeitern. Es geht irgendwie immer um Kommunikation. Und das bietet aber auch die Möglichkeit zu ganz viel Konfliktpotenzial und zu Problemen, die daraus entstehen. Und dieses Buch ist oder geht weit über Manipulationstechniken à la How to Win Friends and Influence People hinaus, sondern hier lernt man, was es bedeutet, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und deswegen absolute Empfehlung als erstes. Buch Nummer 2 ist Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki. Da muss ich sagen, das war eins der ersten Bücher, die ich zum Thema finanzielle Freiheit und so gelesen habe. Und es hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, wie das Finanzsystem und wie Geld generell funktioniert. Und ich glaube, Kiyosaki haben wir auch den Begriff zu verdanken, mit dem aus dem Hamsterrad zu entkommen. Du lernst viel über, warum manche Menschen immer reicher werden, während andere immer ärmer werden. Was ist eine gute Investition oder was ist einfach nur eine Ausgabe? Meiner Meinung nach ist es eins der besten Bücher, um erstmal zu verstehen, wie Geld oder der Geldfluss funktioniert. Und selbst wenn nicht dein primärer Antrieb im Unternehmen ist oder für die Gründung des Unternehmens ist, damit viel Geld zu verdienen, ist es auf jeden Fall ein Buch, was meiner Meinung nach gelesen werden sollte. Das nächste Buch habe ich leider nirgendwo gefunden. Vielleicht wurde es mal irgendwie entwendet oder ich bin einfach schlecht im Suchen. Das heißt, das Geheimnis erfolgreicher Firmen. Und das ist der Titel ist mega reißerisch im Deutschen. Auf Englisch heißt das E-Myth. Ich weiß gar nicht den Untertitel da. Aber das ist ein extrem gutes Buch, weil wie entstehen die meisten Unternehmen oder die meisten Selbstständigkeiten? Irgendein Angestellter denkt sich, ach Mensch, das, was der Chef da die ganze Zeit macht, das kann ich doch auch und wenn nicht sogar besser. Und schwuppdiwupps findet man sich dann in der eigenen Selbstständigkeit wieder. Und dann merkt man aber recht schnell, ja so, irgendwie sind das dann doch ein bisschen andere Aufgaben, die ich vielleicht die ganze Zeit als Fachkraft machen musste. Und das ist das große Problem. 90% der Persönlichkeit ist halt noch durch dieses Fachkraftdenken eingenommen. Aber jetzt kommen plötzlich noch Managementaufgaben dazu oder halt eben Unternehmeraufgaben. Und das schaffen die wenigsten direkt von Anfang an, weil eine gute Fachkraft führt nicht automatisch zum erfolgreichen Unternehmer. Und dieses Buch hilft dir dann dabei, eine Strategie zu entwickeln, herauszufinden, was denn eigentlich die Ziele sind und noch viel wichtiger, das Ganze in ein System und in eine Struktur zu bringen, sodass alle Mitarbeitenden dann deines Unternehmens das auch verstehen und nachvollziehen können und dieser Vision im Idealfall folgen. Also absolute Empfehlung. Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen. Ich glaube, es ist von Michael E. Gerber. Ja, Michael E. Gerber, genau. Dann der vierte Tipp ist Tribal Leadership. Wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingsbuch, Gerald, dann nenne ich dieses Buch sehr häufig. Aus folgendem Grund. Es ist ein Buch, was zu super vielen Erkenntnissen bei mir geführt hat. Und also nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch persönlichkeitsentwicklungstechnisch. Dieses Buch basiert auf einer groß angelegten Studie, bei der über mehrere Jahre die Sprachmuster und das Kommunikationsverhalten in Unternehmen untersucht wurden. Und das wurde aber in Verbindung gesetzt mit dem Output, den das Unternehmen dann im Endeffekt geliefert hat. Und dabei wurden 5 Sprachmuster herausgefunden. Einmal, das Leben ist scheiße, mein Leben ist scheiße, ich bin geil, wir sind geil und das Leben ist geil. Und diese Stufen, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, sind alle hierarchisch. Also man muss erst die eine Stufe durchlaufen in seinem Leben, um in die nächste Stufe aufzuleveln. Und das sorgt aber halt dann stark dafür, wie gut der Output ist in dem Unternehmen oder in dieser Kultur. Also es ist eigentlich ein Buch über Leadership-Kultur.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ich bin safe irgendwie Stufe 4, Stufe 5. Und musste dann aber mit Erschrecken feststellen, dass ich dann doch irgendwie auf einer niedrigeren Stufe festhang. Und das führt dann dazu, dass auch die Menschen, die du führst, du kannst niemals Menschen führen, die in einer Stufe höher sind als du selbst, sondern immer nur welche, die tiefer sind, und kannst denen helfen, abzuleveln oder auf der gleichen Stufe zu sein. Naja, auf jeden Fall richtig gutes Buch. Man merkt, meine Begeisterung springt für dieses Buch mit. Tribal Leadership, klare Leseempfehlung. Das nächste Buch ist High Performance Habits von Brandon Burchard. Und ähnlich wie Tribal Leadership basiert es auch auf einer groß angelegten Studie. Ich glaube, 50.000 Leute wurden dafür interviewt, um herauszufinden, was macht denn eigentlich erfolgreiche Menschen erfolgreich. Und das Schöne an dem Buch, finde ich, ist, es ist sehr zeitgemäß. Es geht nicht um den Erfolg nur im materiellen Sinne, sondern es geht auch darum, persönliches Wohlbefinden und persönliches Glück zu finden, was häufig links liegen gelassen wird in vielen anderen Ratgebern. Und es geht weit über die 0815-Literatur anderer sogenannter Coaches hinaus. Und er hat dann halt eben diese High-Performance-Habits rausgefunden, die alle kein Hexenwerk sind, aber was ich ganz gut finde, dass dort auch viele Mythen oder dass dort auch mal mit vielen Mythen aufgeräumt wird, die so Menschen wie Timothy Ferris oder auch Bodo Schäfer die ganze Zeit predigen, wie zum Beispiel irgendwie, du musst permanent unzufrieden sein, um glücklich zu werden oder erfolgreich zu werden. Permanent unzufrieden, um glücklich zu werden, ist tatsächlich schwierig, um erfolgreich zu werden. Und also es ist sehr zeitgemäß, wissenschaftlich fundiert, klare Leseempfehlung, High Performance Habits. Das nächste Buch ist vielleicht ein bisschen untypisch, um das hier in einer Unternehmerliste zu finden. Zen-Geist, Anfängergeist von Shunrui Suzuki. Aber ich sage immer ganz gerne, jedes Unternehmen spiegelt auch immer die Persönlichkeit der Gründer wider, die dahinter stehen. Und dieses Buch hilft auf jeden Fall, diesen Spiegel der Persönlichkeit etwas klarer zu sehen. Und darüber hinaus auch innere Zufriedenheit und auch persönliches nachanhaltendes Glück in sich zu finden und seinen Purpose im Leben auch vielleicht zu finden, in Frage zu stellen, warum man manche Sachen macht. Und ich habe persönlich diesem Buch extrem viel zu verdanken, auch was die unternehmerische Karriere angeht. Denn nachdem ich das gelesen habe, habe ich angefangen, regelmäßig zu meditieren. Und wer das Video dazu von mir noch nicht kennt, ich habe das mal hier verlinkt, was dadurch alles passiert ist, ja, kann sich das ja mal anschauen. Also eine klare Empfehlung, weil es halt auch einfach deine Leadership Skills verbessert, aber auch deine Entscheidungsfähigkeit als Unternehmer. Das nächste Buch ist von Stefan Mehrert. Ich bin ein großer Fan von Stefan Mehrert, weil wie lernen Menschen? Menschen lernen schon seit Jahrtausenden durch die Übermittlung von Geschichten. Weil das ist etwas, das können Menschen sich gut merken. Und Stefan Mehrert ist ein verflucht guter Geschichtenerzähler. In seinem Buch geht es darum, wie man ein Unternehmen aufbaut oder was die Motivation hinter dem Aufbau eigentlich ist und welches Konzept vielleicht auch für nachhaltigeren Erfolg wichtig ist. Aber es geht auch viel um Positionierungsthemen und deswegen klare Empfehlung, wer das noch nicht kennt oder wer Stefan Mehrert generell nicht kennt, die Bücher kann ich alle bedingungslos empfehlen, dieses aber am meisten. Man muss aber dazu sagen, sie eignen sich nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt im Unternehmen. Man sollte die Bücher von Stefan Mehrert meiner Meinung nach erst lesen, wenn man mit seinem Unternehmen schon ein bisschen Traction im Markt erreicht hat. Heißt, erste Kunden, vielleicht erste Mitarbeiter eingestellt hat. Weil, vielleicht hast du das andere Video von mir gesehen mit dem, wie viel Struktur braucht ein Startup. Da geht es genau nämlich um dieses Thema. Ich habe das mal eben hier auch noch verlinkt. Denn wenn man zu früh sich das ganze Wissen von Mehrert reinballert, das ist super Wissen, keine Frage. Dann kann es aber auch dazu führen, dass man ein bisschen gelähmt wird und sich denkt, oh ja, jetzt muss ich hier der krasse Oberunternehmer werden und ich will nur noch Unternehmeraufgaben machen und das eigentlich, was eigentlich gemacht werden muss, bleibt auf der Strecke liegen. Aber ohne zu sehr im Detail darauf einzugehen, Stefan Mehrert, klare Empfehlung, wenn du dein Unternehmen schon ein bisschen Fahrt aufgenommen hast.
Ansonsten passend zu Merat, das Buch Brainview von Hans-Georg Heusel. Also vieles, worauf sich Merat hier bezieht, kommt aus dem Buch hier, Brainview. Aber das ist ein Buch, das kannst du auf jeden Fall auch lesen, wenn dein Unternehmen noch nicht anfängt, durch die Decke zu gehen. Weil es ist ein Positionierungsbuch. Und wer sich oder wer das noch nie gehört hat, Limbic Map oder Limbic Sales, der sollte auf jeden Fall dieses Buch mal lesen. Denn es ist ebenfalls wieder wissenschaftlich. Die haben Menschen in ein FMRT gesteckt, also dieses bildgebende Verfahren, und haben geschaut, okay, welche Gehirnbereiche sind eigentlich aktiv, wenn wir mit Marken konfrontiert sind. Und dieses Wissen kannst du halt für dein Unternehmen nutzen und deine Marke so positionieren, dass sie halt diese Unwiderstehlichkeit für bestimmte Personengruppen bekommt. Und ja, ein absolutes Buch und auch die Basis für die Positionierung von all unseren Unternehmen oder auch wenn wir mit anderen Unternehmern sprechen, empfehlen wir immer dieses Buch, weil es ja halt einfach funktioniert und extrem gutes Wissen beinhaltet. Das nächste Buch, Stephen R. Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Ich weiß gar nicht, was die sieben Wege zur Effektivität heißt, das glaube ich auf Deutsch. Ein absoluter Klassiker. Und für viele, glaube ich, auch ein Einstiegsbuch in die Persönlichkeitsentwicklung. Letztens haben wir mit einem Kumpel gesprochen, der hat auch ein Seminar von Covey gemacht und war begeistert. Also nicht bei ihm persönlich, aber bei einem lizenzierten Veranstalter. Und auch wenn vieles mittlerweile vielleicht abgedroschen klingt daraus oder man es schon mal an anderer Stelle gehört hat, ist es doch ein Buch, was vor allen Dingen die Konzepte der Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf eigene Zufriedenheit oder persönliche Zufriedenheit und das Erreichen der eigenen persönlichen Ziele sehr gut darstellt. Und wenn man sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, sind allein die ersten drei Kapitel, glaube ich, etwas, wo man ganz schön lange drüber nachdenken kann und viel für sich persönlich daraus ziehen kann. Und es geht auch nicht immer nur darum, die Effektivität zu steigern im Sinne von oh, immer schneller, immer höher, immer weiter, sondern es geht auch ganz viel darum, ja, das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Also, wenn du es noch nicht gelesen hast, klare Leseempfehlung. Das letzte Buch in der Serie Bending Reality von Victoria Song. Das ist ein Buch, das habe ich, alle anderen Bücher, die hier liegen, habe ich schon vor Jahren gelesen. Die sind immer noch extrem gut, aber das ist ein Buch, das habe ich erst kürzlich gelesen, weil es mir empfohlen wurde. Es findet den Weg trotzdem in diese Liste, weil es, ja, ich würde sagen, life-changing in vielerlei Hinsicht ist. Im Vergleich zu vielen anderen, oder anders ausgerückt, es war mal seit langem wieder ein Buch, was ich gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, ey Mensch, da sind Erkenntnisse drin, die habe ich so in der Form noch nicht woanders gelesen. Und es geht ganz viel darum, wieder bewusster zu fühlen und aus dem eigenen Fühlen heraus Kreativität und auch Motivation zu ziehen. Denn wenn wir ehrlich sind, wie ich eben auch schon gesagt habe, jedes Unternehmen spiegelt auch immer wieder oder ist auch immer wieder ein Spiegel der Unternehmer oder der Gründer dahinter. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, sabotieren wir meistens unseren Erfolg selbst. Und diese Selbstsabotage ist nicht zu vernachlässigen. Ich sage auch immer ganz gerne, Lesen kann auch eine Form der Selbstsabotage sein. Weil Menschen, die den ganzen Tag lesen, die brauchen ja nicht an ihrem Unternehmen dann arbeiten und können sich dann in ihr theoretisches Wissen flüchten. Aber es ist natürlich Quatsch, man muss ja auch das, was man lernt, anwenden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich schweife ab. Victoria Song, Bending Reality, das ist ein super Buch, um sich eben mit dieser Selbstsabotage auseinanderzusetzen und mit den Gefühlen, die vielleicht im Untergrund schlummern, die einen persönlich an diesem Erfolg hindern. Habe ich ein richtig gutes Werk vergessen? Ich bin selbst immer auf der Suche nach weiteren guten Buchtipps. Schreib mir deine Empfehlungen in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, ob du es trotz der ganzen neuesten Bücher und des ganzen Wissens, was du hier raus jetzt gerade ziehst, mit deinem Unternehmen schaffen wirst, dann solltest du auf jeden Fall dieses Video hier als nächstes schauen, denn darin lernst du den wahren Grund hinter dem Scheitern von Projekten. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.